Mohamed Awata ist 25 Jahre alt, ist der Neuzugang des SV Amstetten und hat viel in seinem Leben erlebt. 2016 flüchtete er aus dem Syrien über Griechenland und in die Türkei nach Deutschland. Jetzt ist er hier angekommen beim SV Amstetten, um einen Traum zu leben, Fußballprofi zu werden. Einen schönen guten Abend. Danke, dir auch. Servus. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind jetzt knapp eine Woche hier bei Amstetten. Was hat Sie zu diesem Wechsel bewegt? Warum sind Sie nach Amstetten gegangen? Ich habe vor im Sommer, bin bei 60 ist fertig meine Vertrag. Ich habe ein Angebot nach Jordanien, Al Jazeera Club, erste Liga. Und ich habe 5 Monate gespielt dort. Ja, und ich habe Probleme mit Geld gehabt. Und ich war nochmal in Deutschland. Ja, und ich will weiter Fußball spielen, weißt du, und Profi, weil ich, das brauche ich von jung bin bis jetzt. Ich will immer weiter, immer hoch spielen. Wie beurteilen Sie jetzt aktuell die Mannschaft? Sie haben jetzt ja schon ein bisschen mit denen mittrainieren dürfen. Haben wir sehr gute Mannschaft und ja, müssen wir 100% sein, geht ins Spiel, weißt du, und dann immer 3 Punkte holen. Ja, das letzte Platz ist schwer. Aber können wir das machen, weißt du? 2016, Bürgerkrieg in Syrien, ist da schon losgegangen. Sie flüchteten über Griechenland und über die Türkei nach Deutschland, nach Stuttgart. Wie hart war diese Flucht? Ja, das Krieg geht schon von in Syrien 2011 bis 2018. Und ich war schon in Syrien und ich habe gespielt in Damaskus, Al-Wahda Club. Das richtig sehr guter Club und ich habe Profi gespielt, Meisterschaft gehabt. Ja, und das Krieg geht schon und ich habe meine Familie besuchen und dann kann ich nicht so raus von meiner Wohnung bis meinem Verein, weil das Krieg geht schon und ja, ich kann nicht, weil gefährlich, weißt du. Ja, und ich habe 3-4 Jahre nicht gespielt Fußball und dann 2016 eine Chance gekommen zu mir und dann ich kann weiterspielen. Ich habe gesagt in meinem Kopf, ich will wieder nach Deutschland kommen und hier Fußball spielen, weißt du? Ja, und ich habe von Damaskus nach Türkei gegangen und nach Griechenland und so weiter, 5-6 Länder. Und dann bis hier in Deutschland und das war erste Station bei mir in Deutschland, Stuttgart. Wie hat der Fußball Ihnen geholfen, sich zu integrieren? Der Fußball vereint, der Fußball ist eine Sprache. Wenn man Fußball spielt, ist man glücklich. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, für jemanden, der die Sprache nicht kann und auf einmal spielt er hier in Deutschland. Ja, genau, das ist richtig sehr schwer, weil bei uns die Sprache ist ganz anders, weißt du? Bei arabischer Sprache schreiben wir von rechts nach links. Hier in Deutschland schreibt man von links nach rechts. Und lesen und auch. Genau, bitte. Ganz, ganz schwer. Und ich muss bedanken von meinen Freunden in 60, weil wenn ich bin in 60, ist gar nichts Englisch verstehe ein bisschen und Deutsch null, weißt du? Und ich habe Christian Köppel. Ich muss bedanken jetzt. Christian Köppel ist meine Kumpel. Köppi? Ja, genau, Köppi. Und er war erst Kumpel hier in Deutschland und er immer hilft Mohammed, was willst du? Und Mohammed, ich habe keinen Deutschkurs gemacht. Ich habe einfach in der Kabine mit den Freunden gelernt. Mhm. Ja, ich weiß schon, dass meine Sprache nicht so gut, aber ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Verstehst du? Wie können wir uns den Fußball in Syrien vorstellen? Ich sag dir jetzt, haben wir Qualität, gute Qualität, aber unsere Probleme in Syrien oder in Araberländern zum Trainer, weißt du, die machen nicht Taktik und Technik oder Bewegung im Platz oder weißt du, das ist richtig Probleme. Aber hier in Deutschland, von du jung bist bis 18, 20, Tage, 20 Jahre, du lernst, was du machst in dem Platz. Das ist deine Arbeit, wenn achter Druck hier, du musst hier bleiben und so. Das ist richtig schwer. Aber bei uns geht nicht. Aber haben wir Qualität. Ich habe
in alter Verein 10 Jahre mitgespielt. Ich habe 3, 4 Freunde und ich habe einen Kumpel, er ist der beste Spieler 2017 in Asia, der beste Spieler. Ich habe mit ihm 11 Jahre gespielt. Ja, das bedeutet, haben wir Qualität. Wie läuft dieses Ligensystem? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Mannschaften sind das? Sie sprechen jetzt von der Qualität, aber wie sind die Fans? Wie ist die Stimmung? Wie kann man sich das vorstellen? Haben wir richtig sehr gute Fans. Ich war bei Al-Wahda Club, die geht ein Spiel, 50.000 Leute, die kommen ins Stadion. 50.000 und das 50.000, das ist richtig sehr, sehr gut, weißt du? Ja, aber ich glaube, ich sag dritte Liga vielleicht, wie erste Liga bei uns, wie hier dritte Liga oder vierte Liga. Oder ja, haben wir 18 Mannschaft. Ich glaube nur 3, 4 Mannschaften können sie in zweite Bundesliga spielen, weißt du? Aber die anderen dritte Liga oder vierte Liga. Ja, aber trotzdem oder normalerweise ist dritte Liga für dritte Liga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.